Ohne Gorbatschow wissen wir hier heute nicht. Nein, für Deutschland war ein Sieg. Ja. Aber der Mann, aber gut, das ist ja der Präsident der Sowjetunion. Also wir dürfen es nicht aus unserer Sicht sehen. Was wir völlig verraten, ist, uns in die Situation des anderen zu versetzen, um ihn zu begreifen. Deswegen auch unser Missverständnis der arabischen Welt. Aber der Frau Merkel gelingt doch.